Oh, da stand gerade das mit der Schlinge. Ich habe vergessen, nach der Schlinge zu gucken, ob da ein Kaninchen reingelaufen ist. Das ist blöd. Das habe ich voll vergessen. Das Wolfsgeheul auf einmal her. Hier in der Nähe war doch nie ein Wolf gewesen, oder bin ich gerade blöd? Gefängnistransporterprotokoll. Folgende Gefangene werden mit unverzüglicher Wirkung zum Bundesgefängnis Schwarzwald gebracht. Donnerstag, der x-te November 2000 x. White S. Irvin K. Ration, bla bla bla. Kennen wir alle, glaube ich, nicht die Namen. Gesamt 15 Gefangene, bekannte Erkrankungen keine. Tränenfeder? Pfeile? Ja, stimmt, wir konnten uns ja, glaube ich, auch einen Bogen machen, ne? Sonst ist hier nichts. Untersuche den Bus. Ah. Was? Ausdauer. Ausdauer? Wieso stand da Ausdauer? Macht nicht viel Sinn irgendwie. Ich glaube, ein Sturm nähert sich. Ja, das habe ich. Achso, ja, ich muss das ja einmal anklicken, damit das quasi zählt. So, ich hatte nichts weiteres zu essen mitgenommen. Nee, ich habe nur die da oben. Okay. Komm, dann gucken wir doch mal, wie viel so eine Erdnussbutter bringt. Okay, das war viel. Trinken wir noch ein Schlückchen.
Ich glaube, ich möchte mich hier jetzt nochmal schlafen legen. Für so 2 Stunden. Ich hoffe, dann ist dieser starke Wind weg. Hört sich immer noch sehr windig an. Wieder neblig. Nicht windig, aber neblig. Und hier drin hört es sich wieder windig an. Ich verstehe es nicht. Ne, wir machen nochmal nur 2 Stunden. Okay, jetzt kann ich es ganz knicken. Jetzt mache ich 3 Stunden. Es wird nicht besser. Ah, jetzt kann ich theoretisch direkt 12 Stunden pennen. Ah, warte mal, wie sieht's aus wegen. Ich trinke einen Schluck. Ah, warte, ich nehm die Dose diesmal. Noch ein bisschen Nahrung. So. Ja, einmal 12 Stunden. Dann ist zwar noch Nacht, aber der Wind sollte aufgehört haben. Aber ich gehe dann auf jeden Fall noch nicht weiter, sondern schlafe dann noch mal 2 bis 3 Stunden. Trink aber vorher was. Das ist ja das Problem, wenn ich das so überbrücke, diesen starken Wind oder diesen Nebel, dadurch geht mir natürlich sehr viel Trinken und auch Essen flöten. Mal 3 Stunden. Deswegen hoffe ich auch eigentlich, dass ich nochmal eine Toilette finde, wo ich Wasser mir rausnehmen kann. Sehr gut. Ich sehe die Hirsche nicht. Ah doch, da ist einer. Das sind nur 4 Raben, die so fliegen. Habe jetzt gerade gedacht, die zeigen wieder irgendeinen toten Hirsch an. Aber war diesmal nicht. Aber warum war im Bus? Ich vermute natürlich leider nicht, dass es mit einem roten Stift geschrieben war, sondern eher mit Blut. Das Wort Ausdauer. Über der Stadt. Ah, Wolf. 2 Wölfe. Und der erste hat einen Hirsch. Okay. Irgendwas, was wir wegschmeißen konnten jetzt. Nicht wegschmeißen, wegtun konnten. Die Feder. Eine Fackel. Was haben wir noch gefunden? Irgendwas war doch noch da gewesen, oder nicht? Ein paar Socken. Ich glaube, die wollte ich auch wieder kaputt machen. Vor allem verbrauche ich damit gerade ein bisschen Zeit in der Hoffnung, dass der Wolf dann weggeht von alleine. Ich glaube, ich sollte mir noch mal eine Fackel machen. Einfach nur so eine zweite zur Sicherheit. Mal den Kanister für.
Okay. 3 Stöcke brauchen wir dafür. Okay, krass. Und vielleicht sollte ich ein bisschen Stöcke mal wieder sammeln. Beziehungsweise hier aus dem Lager irgendwie mitnehmen. Wieso habe ich 2 Kanister? Hauptsache, ich habe das die ganze Zeit nicht gemerkt. Naja, Kapuzenpulli? Wo kommt denn der her? War das der, den ich repariert habe? Nein. Da müssen wir, ja. Achso, ich wollte erst mal gucken, ob ich den jetzt gefunden habe oder nicht. Kann sein, dass ich den gefunden habe. Aber den kann ich ein bisschen reparieren. Alles, um dem Wolf die Zeit zu geben, wegzugehen. Für mehr ist es nicht. Den reparieren? Nee, eigentlich nicht. Noch nicht. So, dann tun wir den mal weg. So, noch irgendwas? Nee, sieht nicht danach aus. Den Kaffee behalte ich mal einfach so ein bisschen zur Sicherheit. Alter, das Beil ist auch schon wieder total im Eimer, ne? Aber gut, ich habe noch ein zweites. Gott sei Dank. Ich brauchte Stöcke, habe ich gesagt. Die waren nicht hier. Die waren hier, oder? Ich habe keine Stöcke mehr. Okay. Muss ich mir merken. So, ich esse nochmal was. Aber diesmal keine Erdnussbutter. Ich nehme einfach nur so einen Energieriegel. Die sind beide noch da. Was? Lauf! Lauf! Läufst du jetzt? Sehr merkwürdig.